Geldens bei Kfz. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute geht die Heimreise los. Auto ist komplett gepackt, aber die Tiefe gefällt mir. Wir fahren jetzt Richtung NRW. Und was für eine Strecke wir fahren, weiß ich gar nicht. Weil mein Bruder kommt gleich. Wir gehen gleich tanken. Drückt uns die Daumen, dass wir schön nach Hause kommen. Aber mein Bruder ist da. Wir fahren jetzt Richtung Edirne erstmal. Vielleicht übernachten wir einen Tag da. Weil wir fahren jetzt über 3000 Kilometer. Ne? Wir haben jetzt 243.000. Wir haben momentan einen Verbrauch von 4,3 Liter. Das Herrenwagen-Auto sieht schon krass aus, ne, mit der Keramikversiegelung. Auf jeden Fall. Das Witzige ist jetzt, ich muss eigentlich dringend nach Hause, weil ich sehr viele Pakete bekommen habe und die nicht zustellen konnten. Und ich muss die spätestens übermorgen abholen. Das ist das Schöne. Also da kommen noch so spannende Videos auf euch. Da freue ich mich selber. Ich weiß immer noch nicht, ob wir über Bulgarien, über Griechenland, weil wir immer über Griechenland fahren, tendiere ich mehr für Griechenland. Ne? Ja, vielleicht kriegen wir den ja überredet. Vielleicht hat er ja Bock. Oder er überredet mich, genau. Mal gespannt. Okay, ich später. Bis dann. Wir sind in Istanbul schon, ne? Wir sind jetzt im Gebze vorbei. Genau, also 41 Kilometer vor Istanbul. Jetzt kommt die schlimmste Autobahn, die ich kenne. Busse, LKWs, die überholen dich von links, von rechts. Du weißt gar nicht, wo du dich einordnen sollst. Aber guck mal, der überholt mich von rechts. Achte mal, achte mal. Guck mal. Ey, links ist frei. Warum hat er mich von rechts überholt? Guck mal, der fährt wieder weiter, überholt wieder von rechts. Ich werde hier hinkommen, ich werde mich selbstständig machen. Und werde Lichter einbauen und Lichter einstellen. Jedes 10. Auto blendet mich, als hätte er die Fernlichter. Also wir könnten hier echt eine Dashcam einbauen hier und die ganze Fahrt aufnehmen. Ihr werdet Unglaubliches sehen. Frisst oder stirbst so, ne? So fahren die bei Tour. Also da haben wir einen vorbildlichen Fahrer, der nur rechts überholt. Das ist so geil. Wir überholen nur rechts, ne? So wie es gerade passt irgendwie. Also der war nicht einmal auf der linken Spur. Aber Leute, wir kommen in Istanbul. Achte mal. Wenn er einmal rechts überholt wird, dann ist das unglaublich hier. Also ich habe Angst. Ich bleib hier. Bleib lieber ganz links. Aber dafür habt ihr die schönste Brücke auf der ganzen Welt, Leute. Das ist... Fatih Sultan Mehmet. So, da können wir auf jeden Fall langsam fahren. Wir gehen in die mittlere Spur, damit ihr euch einmal diesen schönen Ausblick hier.
Edirne angekommen. 8 Stunden und 20 Minuten haben wir jetzt gebraucht. Also jetzt ist nur die Fahrzeit. Reine, ne? Also, Fahrzeit. Ja, genau. Okay, ich dachte gerade schon, wir sind doch schon länger unterwegs. Ja, wir haben natürlich sehr viele Pausen und so gemacht. Ja. Ich habe jetzt gedacht, wir fahren locker durch. Aber jetzt merke ich echt, wie müde ich bin. Und ich freue mich jetzt echt auf mein Bett und schlafen. Und am Morgen früh fahren wir natürlich durch. Wir sind sofort in Edirne, das ist an der Grenze, genau. Okay, wir brauchen in eine Werkstatt. Good night. Gute Nacht. Wir haben gut ausgeschlafen in Edirne. Jetzt sind wir in Kapıkule. Richtung Bulgarien. Habe ich noch nie gemacht. Das ist das erste Mal, dass ich selber über Bulgarien fahre. Alter, bist du selber mal über Bulgarien gefahren? Als Kind bin ich das letzte Mal irgendwo. Ich ja auch als Kind, aber ich bin selber noch nie gefahren. Doch, bin ich gefahren, natürlich, aber... Du selber? Du selber? Nein, das habe ich nie gemacht. Das habe ich auch das noch nie gemacht. Das meinst du, okay. Weil wir fahren ja mit meinem Bruder zusammen und ich habe dir versucht zu überreden, dass wir über Griechenland, Mazedonien und so fahren. Nein, er meint, er will unbedingt Richtung Bulgarien. Wir sind jetzt hier an der Grenze Türkei. Mal gucken, wie lange wir hier brauchen, aber scheint echt noch okay zu sein. Es sind nicht so viele Fahrzeuge. Mal schauen, wie es in Bulgarien aussieht, ob wir da lange warten müssen. Weil bei den Bulgaren ist das ja so ein bisschen bekannt, dass sie uns gerne ein bisschen warten lassen dort, ne? Oh, kommt drauf an, ne? Kann so sein, aber auch anders. Ja, es ist ja nicht böse gemacht. Gut, jetzt sind wir dran, müssen jetzt die Pässe abgeben. Da ist nur einer frei. Links Ausgang, oh ja, hier geht das aber. Ja, hier ist super, also hier. Es sind schon ein paar Autos, aber es ist in Ordnung. Guck mal da drüben. Wow, Leute. Da sind schon ein bisschen mehr aus. Ja, da sind schon viele. Ja, die fangen an, schon an zu hupen. Ja, aber die werden ja frustriert, ne, Aydosh? Ja, ich verstehe, aber es bringt nichts, wenn sie da rumrufen. Ja. Oh, ey, die Schlange geht echt voll, ne? sehr weit nach hinten. Ne? Das sind alles Leute, die jetzt aus Bulgarien rausfahren, ne? Ja. Aber ich verstehe eins nicht, ne? Viele haben ja auch drunter geschrieben, warum ich über Griechenland fahre. Also lieber fahre ich über Griechenland, fahre ein bisschen länger. Aber warte nicht, ne? Ja, ich verstehe das. Ich bin ja so oft in die Türkei hin und zurück gefahren. Ich war nur einmal richtig im Stau, ne? Das war in Ypsala, wo dann halt Griechenland so ein bisschen quer gemacht hat. Da. Ja, genau. Da haben wir, da haben wir sehr lange gewartet. Morgens sind wir angekommen. Wir haben bis irgendwann abends gewartet. Das war ganz schön. Das war abends, meine schlimmste Erfahrung, ja. Genau. Wirklich, ja. Da sind da vier Reihen, die gleich nur eine werden. Oh, echt jetzt? Ja. Oh, das ist die haben nur eine Aufgabe. Ich finde, die müssen einfach mehrere aufmachen. Das geht nicht. Ja. 20 Minuten haben wir jetzt gebraucht, ne? Ungefähr. Ja. Also wie viele Kilometer müssen wir jetzt Bulgarien fahren? Ich glaube, vier Stunden, glaube ich, sind wir durch. Vier Stunden, ja. Dann sind wir in Dimitrovgrad, glaube ich. Und dann geht es ja Richtung Nisch weiter. Also das erste Mal für mich. Ich will das Ganze natürlich ein bisschen genießen. Und... mal schauen, wie das ist in Bulgarien. Ich bin mal gespannt, was du nachher sagst. Also ich finde, bisher ist es doch alles gut. Ja, es ist der Anfang, ne? Ja, aber es wird ja noch besser. Er hat ja gesagt, später werden die Autobahnen ja richtig gut dann. Er hat gesagt, fahr nicht mehr als 140 und jetzt sehen wir ihn nicht mehr. Ja, ja. Ist das die Grenze schon? Ja. Echt? Hm. So schlimm. Hm. Wir sind ja gerade mal 3 Stunden gefahren. Ja. Nur noch hier Bulgarien. Also Bulgarien ist top. Also was ich aber echt loben muss, ne? Die Bulgaren fahren so gut Auto hier. So vorbildlich. Die überholen einen, gehen sofort nach rechts. Lassen dir Platz, wenn du überholen möchtest. Das finde ich voll super. Also das ist mir voll aufgefallen. Hier ist überhaupt keiner von der Reihe getanzt. Also keiner irgendwie rechts überholt oder so. Und die Straßen sind top. Ehrlich top. Also ich bin jetzt verwundert, dass wir in 3 Stunden schon da sind. Also ja, stell mal vor, was wir für eine Umfahrung immer gemacht haben. Und wir sind nicht schnell gefahren, Leute. Wir sind 100, also 140 darf man fahren. Und wir sind 140 gefahren. Das echt jetzt? Ist nicht gut. Also ich
sehe auch nicht die... Oh, ganz hinten. Oh mein Gott. Ja, jetzt müssen wir hier warten. Also wir haben jetzt genau 20 vor 6. Oh Mann. Mal gucken, wie lange wir jetzt hier warten müssen. Also ich glaube, ein paar Stunden müssen wir hier warten. Ja, Leute, unglaublich. Wir haben selber jetzt knapp 3 Stunden gewartet. Es wird gleich dunkel. Und achtet mal, das ist die Grenze Serbien, Bulgarien. Und Serben lassen schon keinen mehr durch, weil die Schlange, ich glaube, Wahnsinn. Also ich sehe von hier locker 5-spurig, wenn nicht sogar 6-spurig. Wahnsinn, und du hörst hier, ne, wie die hupen. Ja. Also wir haben das jetzt gerade klein, in kleinem Format, das Ganze erlebt. Ja. Also ich kann euch echt nur raten, falls ihr, also heute ist der 11.7., ihr werdet das Video, glaube ich, am 13. oder so sehen. Vor allem ein paar Bundesländer werden ja noch in den Urlaub starten. Ab dem 15. 15. ist dann das? Ist das dann ist ja, dann ist, damit dann die Hölle los sein. Ja. Also ist, dann will ich mir gar nicht vorstellen, was dann passiert. Weil wenn jetzt die Grenzen so voll sind. Ich bin mal gleich gespannt, wenn wir vorbeifahren, nach hinten, so da hinten, wie viel da überhaupt schon steht. So. Hä? Guck mal, Serben lassen nichts mehr durch. Ja, wie denn auch? Hier ist ja alles, stockt ja alles. Guck mal, ganze, oh ja, mein Gott. Ich sehe jetzt hier nicht so gut. Ich will das gleich, aber werde ich das aufnehmen, wenn wir dann durch sind. Ey, da hinten siehst du das. Siehst du das? Ja. Ja, werden wir auch gleich sehen dann, ne? Ja, denen geht's echt übel. Ganz ehrlich, die werden da jetzt erstmal echt ordentlich warten müssen. So, ich nehme gleich weiter auf, dann wenn wir. Wenn wir jetzt in Serbien drin sind, einmal einen Kaffee. Du weißt ja, die Serben. Ja, den leckeren Kaffee, auf jeden Fall. Dass die Leute hier durchmachen müssen, das tut mir schon weh. Ach, die haben es jetzt auch 3 Stunden erlebt, aber achtet mal. Achtet mal. Und dann noch plus Bulgarien noch. Und es wird immer mehr und mehr. Ne? Guckt euch die LKWs an. Die Leute, die immer mit Autos fahren, erleben das. Und dann sagen die, nie wieder mit Auto. Jetzt kommt dieses Aber, ne? Was viele natürlich nicht verstehen. Aber jetzt, ich sag mal jetzt, ne? Bei uns ist es kein Problem, wir sind zu zweit, wir können noch in den Flieger, was wir auch sehr, sehr oft machen. Es gibt halt Familien, die halt, ich sag mal, zu fünft sind und dann zu fünft mal so eben Flugticket hin und zurück. Das ist sehr teuer. Ja, plus du bist nicht mobil, weil bei uns ist das echt so, du hast so eine riesen Familie, da musst du dahin fahren, da musst du 50 Kilometer dahin fahren, 30 Kilometer dahin fahren. Ohne Auto bist du aufgeschmissen. Angekommen. Genau, wir sind jetzt in Serbien angekommen. Wir fahren jetzt Richtung Nisch. Genau. Und dann weiß ich gar nicht, wo lange wir fahren. Richtung Beograd hoch. Ja, yeah, aber fahren wir über Österreich, über Ungarn. Ungarn, glaube ich. Keine Mal. Ahnung. Mhm. Aber ja. Schauen wir mal. Ja, aber ich freue mich jetzt auf den Kaffee. Oh, ja. Und guck dir das mal an hier. Fenster müssen wir sowas mal putzen. Ja, nachher. Wir werden halten. Alter, ich weiß Bescheid. Ja, klar. Und? Das heißt, ich soll das machen. Ja, und ich freue mich auf den Kaffee. Ja, da freue ich mich auch richtig. Wir werden jetzt erstmal wieder eine Pause machen. Wir hatten ja zwar 3 Stunden Pause gehabt, aber können jetzt noch eine Pause machen. Ja. So eine richtige Pause machen. Ja, definitiv. Ohne Stoppen. Jetzt, nachdem wir diese 3 Stunden hier gewartet haben. Ja. Jetzt genießen wir die Fahrt hier. Guck mal, Sonnenuntergang ist doch so schön. Das ist das Schöne, wenn du so eine Reise machst, das ist das Schönste, dass ihr solche Orte seht und dann... Das Ganze drumherum, ja, alles. Ist, weißt du, das entschädigt dich schon sofort. Ja. Wenn du hast die ganze Zeit gewartet, jetzt bist du hier raus und dann siehst du das hier und dann hast du alles vergessen. Ja. Also wir sind jetzt irgendwo in Serbien, also nach Nisch. Wir sind in Nisch sogar. Wir sind in Nisch. Nach Nisch so weit. So nach Nisch. Also wir haben jetzt knapp 600 Kilometer gefahren und haben gerade voll getankt wieder. Er war ja halb voll, so ein bisschen mehr als halb. Wir haben 33 Liter voll getankt und sind 600 Kilometer gefahren. Wahnsinn. Wie viel ist das? Wie viel brauchen wir? 5 Liter. Haben jetzt einmal Kaffee getrunken und dann fahren wir jetzt weiter. Und jetzt fährt Eidosch, ne? Genau, ich schlafe jetzt. 1-2 Stunden und dann. Mit Kaffee, wenn du kannst. Genau, jetzt fahren wir durch bis Ungarn. Und dann will ja mein Bruder da übernachten. Und mal schauen, vielleicht machen wir das auch. Vielleicht fahren wir durch. Mal schauen. Mhm. Bis nachher.
Hi, Gorosch. Guten Morgen. Guten Morgen, gut geschlafen? Ja, 10 Uhr schon, hier 30 Grad gehabt, jetzt haben wir 11 Uhr. Super geschlafen. Wir sind jetzt in Ungarn. Schaffst du die restlichen 1200 Kilometer komplett? Ja, zweimal Hotel. Ey, wir sind Montag losgefahren, wir haben Mittwoch. Donnerstag kommen wir an. Das sind 3 Tage. Ich hoffe mal, dass wir ankommen. Danach kommt Österreich und dann Deutschland. Ne? Also wir haben jetzt noch knapp 500 Kilometer nach Deutschland. Da sind wir in Passau. Um 3 Uhr morgens waren wir in der Nähe. Um 3.30 Uhr oder so, um 4 Uhr früh schlafen. Ja, also Wietze Hotel. Nee, Wietze Motel. Kann man total empfehlen. Total richtig saubere Zimmer. Ich bin echt total positiv überrascht. Ich auch. Sehr, sehr schön. Auch noch kümmerlich so einen geilen Kaffee in Deutschland haben. Keine Ahnung, ich fühle mal nicht, was so, aber nicht was nach Kaffee schmeckt. Ja, Selmabe, eine Frage. Also wir sind Montag losgefahren und höchstwahrscheinlich werden wir Donnerstag ankommen. Oder es sei denn, willst du irgendwo in Dortmund oder noch mal übernachten? Hä? Du Pflaume, dafür, dass du nicht übernachten wolltest, hast du aber gestern Nacht ganz schön nach einem Hotel suchen lassen. Ja, ja, weil ich also seelisch schon drauf eingestellt war. Seelisch drauf eingestellt. Weißt du, dann bist du auch noch der Letzte, der aufwacht. Ja, was soll ich machen? Oder, Aydan? Ja. Ja. Und so, ich meine, ich bin müde. Oh, das hat er doch schon auf der Fahrt. Was kann ich? Also ich glaube, ich habe noch nie so lange gebraucht nach Hause. Also einen Tag übernachten, okay, aber 2 Tage? Ich fand's chillig, das ist schön. Wenn du genug Tage hast, so Urlaubstage und Zeit hast, dann geht das. Ja, ich habe ja für die Reise mehr Autowäsche und Hotels bezahlt. Gebuchte Hotel war billiger. Ja gut, dann fahren wir gleich los und dann sehen wir uns in Österreich oder so, ne? Ja, genau. Ciao. Ciao. Also wir können in Dortmund auch noch mal eine Übernachtung machen, Aydosh, ne? 20 Kilometer vom Ziel. Ja. 1233 Kilometer haben wir noch. Also wir haben nicht mal die Hälfte geschafft. Auf 2 Übernachtungen. Die Hälfte? Bis zum nächsten Kaffee. Ah, Ungarn-Kaffee ist lecker. Ja, ne? Wow. Du hast es ja voll gefeiert. Also ne? Serbien, Kroatien, Ungarn. Die können Kaffee machen. Ey, was machen die? Warum schmeckt das Kaffee ich weiß so es nicht. Gut bei denen? Ich weiß es nicht, aber. Wahnsinn. Ich bin ganz deiner Meinung. Also morgens bin ich immer einer, ich trinke nur einen Kaffee. Und das war's eigentlich. Ja, schon 3 Stück gehabt, ne? Ich habe heute 3 Kaffee schon gehabt, ja. Also, dann fahren wir weiter, gechillt. Genau. Ungarn. Sehen wir uns ja gleich wieder. Ungarn, sind wir durchgefahren. Jetzt sind wir in Österreich. Wir sind jetzt kurz vor Wien. Oder sind wir schon in Wien? Nein, nee, wir sind davor. Alter, ich hab Hunger. Ja, ich könnte auch was essen, glaube ich. Ja? Mhm. Ich habe mal was gehört, so Geheimtipp. Hast du Lust? Wohin? Wir fahren nach Wien. Wir fahren rein? In die City. Und wohin? Werde ich dir zeigen. Da soll was sein, was so einzigartig ist und richtig gut ist. Okay. Wenn du Bock hast, können wir auch ein bisschen Pause machen und dann lade ich dich ein. Okay. Hast du Lust? Ja. Habe ich gehört, aber achte mal. Siehst du das? Oh, guck mal, die Schlange. Siehst du die Schlange? Guck dir den Bilder da an. Ja, frisch Brot gemacht, ne? Ja? Für Dürüm wird da ganz frisch gemacht.
So, ich habe so viel gehört, ich habe so viele Videos gesehen, noch nie probiert. Erste Mal. Und für mich ist ja Nummer 1 in Deutschland Bülbül, ne? Bülbül, auf jeden Fall. Und jetzt bin ich mal gespannt, wie der ist. Ohne Soße sollte ich mir das holen. Brot ist auch frisch, ne? Guck mal, was für ein Brot. Das ist ja dieses türkische Style. Echt geil. Echt geil. Muss ich sagen. So, jetzt wird genossen. Ich muss sagen, Wien ist eine wunderschöne Stadt. Finde ich auch. Richtig schön. Und hier nochmal schöne Grüße an die ganzen Zuschauer aus Wien. Ach, aus Wien sage ich, aus Österreich. Fahrschule vor uns. Der wirkt ganz das Auto. Echt jetzt? Ja, der Arme. Oder die Arme, weiß ich nicht, ob das eine Frau oder, okay, oder Typ ist. Wenn jetzt einer hier die gleiche Strecke fährt, ne, über Ungarn, Österreich, Wien, würde ich euch auf jeden Fall empfehlen, hier in Wien einmal Rast zu machen, einmal euch auszuruhen und einmal die Stadt euch anschauen. Das ist ja Wahnsinn hier. Durch irgendein Gewitter. Also, wir haben ja das Wichtigste vergessen eigentlich. Was denn? Was ist das Wichtigste? Und wir waschen das Auto wieder. Aber für free. For free, genau. Was ist denn hier los? Es blitzt von vorne. Aber egal, waschen for free. Genau. Willkommen in Deutschland! So, die letzten 7 Stunden. Wir sind jetzt in Passau. Also, nee, Passau, ne? Nee, Passau kommt noch. Aber wir sind über die Grenze. Ja. Der Fluss ist die Grenze sozusagen. Juhu, jetzt wow, sind wir. Guck mal da. Dem Streckenverlauf 422 Kilometer folgen. Eineinhalb Stunden Weg vor uns und dann sind wir eigentlich zu Hause. Wir hatten ja einen wunderschönen Urlaub gehabt, dass wir noch einmal mit einem Passfoto das Ganze verewigt haben. Ich wurde gerade geblitzt, dingst, ja. Auf der Baustelle. Aber wie? So, wir reden die ganze Zeit, voll gechillt. Und die fahren halt, ne, da sind jetzt 2 Freunde da. Und die fahren halt. Ja, und dann haben wir die nicht mehr gesehen, haben wir gesagt, okay, komm, beschleunige mal ein bisschen. In dem Moment? Genau, wir beschleunigen. Blitzer. Ja. Wie das so immer ist. Aber. Und dabei wollte ich ja nicht mal schnell fahren. Ich wollte nur hinter denen her. Und das Geilste ist, die rufen mich danach an und sagen, ey, wir haben dich doch gewarnt. Ich sehe euch doch nicht. Wie könnt ihr mich warnen? Witzig. Also wenn wir irgendwann kein Kfz-Content mehr haben und gehen auf Koch-Content oder so, dann weißt du Bescheid. Dann tun wir noch ein bisschen Sonnenblumenkerne essen. Ja. Kann ich mir aufhören, es ist eine Suchtgefahr zu hoch. Deswegen fahren wir auch so gechillt, weißt du? Wenn wir so freuen. Echt ein Tee wäre noch geil. Ja, so Chai, ne? Ja. Ich auch. Juhu, bitten! Wir haben es geschafft. Eidosch. Ja, endlich. Ja, hat Spaß gemacht. Nach einer Woche, also 4. Tag bis heute. Aber ich weiß, wir bitten auch noch ein Hotel, Eidosch. Sollen wir da auch noch nehmen, bevor wir nach Hause fahren? Heute Nacht. Ja, genau. Nee, also hat super Spaß gemacht. Aber jetzt muss ich aber erstmal das Auto hier loben. Ehrlich. Ich muss sagen, das Ding lässt sich so geil fahren. Das ist einfach ein perfektes Reiseauto. Einfach nur geil, verbraucht nichts.
Wahnsinn. Kann ich euch nur empfehlen, Leute, holt euch einen Audi Avant. Das Ding ist perfekt für Reisen. Perfekt. Alles richtig gemacht. Haben das Auto gekauft, haben den fit gemacht. Ich habe keinen Tropfen Öl mehr reingemacht. Ich weiß gar nicht mal, wie der Stand ist. Müsste ich mal alles anschauen. Werden wir vielleicht noch machen. Auf jeden Fall werden wir den nochmal von unten anschauen. Ich bin über einen Reifen gefahren. Das muss ich mir nochmal anschauen. Und irgendwas bin ich auch noch drüber gefahren. Wir gucken uns hier auf jeden Fall an. Was ich sagen muss hier nochmal, ne? Wie viele Leute mich zugewunken haben, gehupt haben, Daumen gezeigt haben. Also ist schon krass, wie viele Leute dieses Auto kennen. Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr mal liked. Wer nicht abonniert hat, kann abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Kraft zieht euch ein bisschen gut rein. Schon. Alter, es hat doch Spaß gemacht. Ja, auf jeden Fall. Hotel, wollte ich noch bieten.